Die Anlage GW2 ist super wichtig, weil da kommt nämlich genau die Erklärung zu der Immobilie selbst. Wenn du vergessen hast, in den FAQs zeige ich dir genau, wie du das hinzufügen kannst. Ist ein klassischer Fehler, wird dir gerne gemacht, weil er nicht vorausgewählt ist. Ansonsten starten wir einfach mit der Anlage. Auch hier siehst du, es sind wieder 8 Einzelschritte, und die gehen wir jetzt nach und nach durch. Wir starten einfach mit Schritt 1. Hier geht es einmal um die Grundstücksart. Art des Grundstücks. So, unbebautes Grundstück ist klar, das ist einfach flaches Land, vielleicht ein Baugrundstück, was du bald bebauen möchtest. Wichtig ist nur, dass du bedenkst, es muss hier angegeben werden zum Stichtag. Stichtag ist der 1.1.2022. Das ist nämlich der Stichwert oder der an dem Tag, wie der Zustand war. Sprich, hast du aktuell einen Neubau, was gerade errichtet wird, aber am 1.1. war das vielleicht noch ein Abrissobjekt drauf oder vielleicht gar kein Objekt, ist das dementsprechend so anzugeben. Nur ein Hinweis, wenn du unsicher bist, wie immer, das Fragezeichen. Hier ist nämlich ziemlich gut erklärt, was ist. Wir gehen mal weiter. Dann ist klar, ein Familienhaus. Zwei Familienhaus ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Was nicht so ganz günstig gewählt ist, ist der Begriff Mietwohngrundstück. Das ist einfach mehr Parteienhaus, ne? Also mehr Familienhaus, mehr Parteienhaus. Das ist so, was auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ein bisschen ungünstig ausgelegt ist. Aber wenn du nicht sicher bist, dann gehst du einfach dahin und dann guckst du, was ist Mietwohngrundstück. Das ist zum Beispiel Grundstücke, die zu mehr als 80% der Wohn- und Nutzfläche zu Wohnzwecken dienen. Also wird eigentlich ziemlich einfach. Wir sind aber in dem Beispiel bei Wohneigentum. Es geht um eine Eigentumswohnung. Dann gibt es hier noch Geschäftsgrundstück, Teileigentum, gemischtes Grundstück und so weiter. Aber wir erklären hier eine Wohnung. Das heißt, in dem Fall gehen wir auf Wohnungseigentum und gehen zur nächsten Seite. Schritt 2. Die Grundsteuerbefreiung haben wir schon mal vorhin gehabt an einem Punkt. Es gibt Möglichkeiten dazu. Wenn du das hast, dann musst du es hier angeben. Wenn du es nicht hast, machst du einfach weiter, was wahrscheinlich sein wird. Vergünstigungen ist also auch nochmal in dieselbe Richtung, in dieselbe Kerbe geschlagen. Wenn du es hast, dann musst du es angeben. Wenn du keine hast, machst du noch weiter. Jetzt brauchen wir Angaben zum Grund und Boden. Wir brauchen die Fläche und den Bodenrichtwert. Wenn du das Schreiben, welches du gekriegt hast, nochmal dafür zur Hand nimmst, dann hast du auf der letzten Seite eine Tabelle gehabt. Dort ist einmal die Fläche, die hole ich mir schon mal. Und es war noch der Bodenrichtwert, der ist direkt daneben. Bodenrichtwert je Quadratmeter in Euro. So, hier musst du beachten, bei ein- bis zweigeschossigen 290 Euro, bei mehrgeschossig 280 Euro. Das Objekt hat drei Vollgeschosse und Dachgeschoss ausgebaut, also ist der klassische Fall im Ruhrgebiet, sind die üblichen Häuser, drei Voll und einmal Dach. Das heißt, hier habe ich den Quadratmeterpreis 280. Kopiere ich mir auch. Fertig. Dann könnte ich hier angeben, ob es hier eventuell einen abweichenden Entwicklungszustand gibt. Hier kann man nämlich auch sehen, ob es rohblau ist. Das ist in dem Fall spannend, wenn es wirklich jetzt eine Veränderung gab zwischen dem Zeitraum oder geplanten Veränderungen dazu gibt. Auch hier nochmal, wenn du unklar bist, einfach Fragezeichen mit der Hilfe. Wert ist teilweise echt gut, auch hier in dem Fall sehr gut erklärt. Wir sind jetzt im Bereich fertig. Es geht um eine Eigentumswohnung, daher überspringen jetzt dementsprechend den Teil für Neubau, ist daher nicht wirklich relevant. Jetzt kommt es, wir gehen zu den Ertragswert. Es gibt hier, wir müssen gleich Gebäude hinzufügen, es gibt hier zwei Kategorien. Es gibt aber die Möglichkeit, dass das Objekt das erste Mal vor 49 bezugsfertig war oder nach 49. Es zählt die Bezugsfertigkeit und Wert 49. In dem Fall haben wir, glaube ich, ein Baujahr 1993, also auf jeden Fall nach 49, von daher brauche ich jetzt nicht lange überlegen. Ich gehe auf Gebäude hinzufügen. Es kommt wieder ein Untermenü. Man sieht auch ziemlich genau, wo man sich gerade befindet. Wir sind bei dem Punkt 5 und dort wird einfach unter Menü der erste Eintrag gesucht. Hier geben wir erstmal ein. Es gibt wieder 4 Schritte. Ich sehe also genau, was ich zu tun habe und wir können direkt starten. Wir starten mit den allgemeinen Angaben. So, war das Gebäude vor 49 erstmal bezugsfertig? Auch wenn ich hier nicht sicher bin, kann ich dementsprechend sagen, wie sieht es da aus, was damit gemeint, was jetzt ziemlich eindeutig ist.
Ist es nicht. So, Bezugsfertigkeit ab 49 des Gebäudes. Dann suche ich mir das kurz mal raus. Ich habe jetzt gerade rausgesucht, das Objekt ist in 92 gebaut worden. Hier ist halt nochmal, oder Bezugsfertigkeit ist hier wichtig, ist aber im selben Jahr gewesen. Hier ist nur wichtig, wenn du unsicher bist. Das ist eine sehr wichtige Angabe. Wo kriegst du es her? Also, Teilungserklärung ist in der Regel ein guter Hinweis für eine Aufteilung, aber muss nicht unbedingt Bezugsfertigkeit auch bedeuten. Oft ist es so, dass ein Haus zuerst gebaut wird und später erst dazu, ich trage mal kurz ab, ob ich das vergesse, später erst aufgeteilt wird. Das heißt, hier muss man dementsprechend gucken, gibt es etwas wie eine AB, eine Abgeschlossbescheinigung vielleicht, wo das drin vermerkt ist? Gibt es eventuell ein Exposé von damals noch? Gibt es eine Baubeschreibung? Gibt es vielleicht irgendwas dazu, was dazu ja hinzuführt, wo man das dementsprechend sehen kann? Grundbuch auf jeden Fall nochmal dran ziehen. Mal gucken, gibt es hier auch einen Punkt, wo das erklärt wird dazu? Das Gebäude ist dann bezugsweise, sobald es von den Bewohnern bezugsweise bezogen, ja, ist klar, okay. Erstmal Bezugsfertigkeit ein, auch wenn das Gebäude später durch Anbauten oder Aufstockungen erweitert wurde. Wo das vor 49, klar, dann machst du Oberstecke rein. Also hier ist keine Erklärung dazu. Wo du es immer garantiert rauskriegst, ist die Bauakte oder Hausakte. Die findest du in der Gemeinde oder im Rathaus oder in der Bauaufsicht oder Baubehörde der Stadt. Kann man die einsehen. Dort musst du auf jeden Fall einen Eigentümernachweis mitbringen. Das heißt, in der Regel ist das ein Grundbuchauszug oder ein Grundsteuerbescheid. Oder das Schreiben jetzt hier dementsprechend von der Grundsteuer B-Abfrage, dass du also nachweisen kannst, dass du der Eigentümer bist. Dann kannst du die Bauakte einsehen und da ist dann der Bauantrag drin. Und dann ist auch dementsprechend die Bezugsfähigkeit ja, ziemlich zeitnah mit gleichzusetzen. So, die Hinweise dazu, das Datum brauchst du nicht, aber das Jahr ist schon, brauchst du auf jeden Fall dafür. Jetzt kommt noch eine spannende Frage, die Kernsanierung, ob das Objekt kernsaniert wurde. Auch hier nochmal, wie gesagt, immer die Fragezeichen dazu nutzen, weil das auch eine Frage ist, die sehr, sehr genau zu beantworten ist und dass die sehr genau abgegrenzt ist. Das wird auch sehr gut erklärt und zwar durch eine Kernsanierung wird das Gebäude in einen Zustand versetzt, das nahezu einem neuen Gebäude entspricht. Dazu wird über ein Gebäude zunächst alles außer der tragenden Substanz entfernt. Decken, Außenwände, tragende Innenwände und gegebenenfalls der Dachstuhl bleiben dabei normalerweise erhalten. Das heißt also, hast du alles außer diesen Bereichen erneuert, ist es eine Kernsanierung? Hast du einen Teil weggelassen, ist es keine Kernsanierung. Hier sind also dementsprechend auch hier Voraussetzungen für das Vorliegen einer Kernsanierung ist besonders. Komplette Erneuerung der Dacheindeckung, Fassade, In- und Ausbau, Fußböden, Fenster, In- und Türen. Also hier hast du einen ziemlich genauen Hinweis. Wie gesagt, Kernsanierung ist auf jeden Fall eine ziemlich hohe Hürde. Aber da nochmal als Information, achte genau darauf, dass du auch richtige Angaben machst. Weil denk dran, du haftest dafür, was du hier machst. Also immer das Ganze nochmal eventuell überlegen, die Hilfe lesen, vielleicht nochmal nachts drüber schlafen, bevor man etwas Falsches angibt und nachher eventuell irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Finanzamt kriegt. Das will nämlich, glaube ich, keiner. So, dann die nächste Frage. Besteht eine Abbruchverpflichtung? So, gibt es auch. Wenn eine besteht, dann weißt du es. Dann hast du dazu auch schon Kommunikation gehabt und einen Bescheid dazu. Dann trägst du dementsprechend das Ja hier ein. In dem Fall gibt es keine. Wir gehen also dementsprechend zum Punkt 2. Jetzt ist, was das Finanzamt gerne wissen möchte, gibt es dazu Garagen- oder Tiefgaragenstellplätze? So, auch hier wieder, wenn du unsicher bist, was das bedeutet, auf das Fragezeichen durchlesen. In dem Fall gibt es dazu einen Garagenstellplatz, das heißt, ich gebe eine 1 ein. Dann wieder die Fragen, die haben wir schon im Vorfeld schon mal ein paar Mal gekriegt gehabt, die Steuerbefreiung oder Vergünstigung. Wenn du welche hast, dann kennst du die, dann kannst du die hinzufügen. Wenn du keine hast, oder nichts gesagt, dann kannst du getrost weitergehen. Jetzt, das ist ein Punkt, der natürlich nicht so gut gemacht. Ist jetzt hier bei Eigentumswohnungen nicht so wichtig. Habe ich aber im Video zu den Mehrfamilienhäusern schon gehabt. Ist ein bisschen blöd, dass sie unterteilen zwischen Wohnfläche unter 60, von 60 bis 100 und über 100. Das heißt, hast du ein Haus mit verschiedenen Wohnungsgrößen, musst du erst immer überlegen, wie viele Wohnungen habe ich in der Größe, in der Größe, in der Größe. Das kann ein Rechner viel besser als ich. Aber hat jetzt hier nicht viel zu sagen, weil wir machen eine Wohnung hier drin. Die Wohnung hat übrigens 26 Quadrat, ist ein kleines Apartment. Das heißt, ist weniger als 60. Das heißt, ich habe Anzahl der Wohnungen mit der Wohnfläche unter 60 ist eine. Und die Gesamtfläche ist 26 Quadratmeter.
So, Steuerbefreiung und Vergünstigung, auch das hat man gerade schon gehabt, habe ich keine. Ich habe auch keine Wohnung zwischen 60 und 100, weil ich habe nur eine, die ich hier erkläre. Auch da gibt es keine Erklärung dazu. Und hier 100 und mehr habe ich halt auch nicht. Das heißt, ich bin erstmal mit durch. Weitere Wohnräume, die nicht in den Zeilen 11 bis 13 enthalten sind, habe ich auch keine. Auch da habe ich auch keine Befreiung und keine Steuervergünstigung darauf. Wenn du wissen willst, was damit gemeint ist, auch hier nochmal. Studentenwohnheim, gestaltetes Apartmentshaus, ja. Kann ich ein Beispiel zu? Ich habe auch in einem Studentenwohn- oder einem Altersheim Wohnraum und da gibt es halt auch Nebenräume dazu. Da gibt es zum Beispiel eine Kantine, da gibt es zum Beispiel Empfangsbereiche. Das heißt, das ist kein Wohnraum direkt, aber gehört dementsprechend zur Anlage. Das wird dementsprechend dazu erklären. So, nächste Seite. So, Punkt 4. Weitere Nutzflächen, die keine Nutzflächen sind, allerdings ohne Zubehörräume wie Keller und Waschküche. Ganz wichtig, auch hier genau lesen, was gemeint ist, bevor man falsche Angaben macht. Zu den Nutzflächen zählen Flächen wie zum Beispiel Werkstätten, Verkaufsläden und Büroräume, öffentliche oder sonstigen Zwecken, wie solche Vereinsräume dienen, aber keine Wohnflächen sind. So, die Flächen auf jeden Fall sind zu einer Wohnung gehören, aber nicht einzutragen, sind Kellerräume, Abstellräume, Kellersatzräume außerhalb der Wohnung, Wasch- und Trockenräume, Boden, also Dachböden und Heizungsräume. Ganz wichtig, auch da genau durchlesen, was es betrifft. In dem Fall habe ich nichts, was sich betrifft. Sonst, wie gehabt, du fügst den Raum hinzu und dementsprechend gibt es noch hier die Gesamtnutzfläche in Quadratmetern ein. So, wir übernehmen das Ganze. Jetzt haben wir hier einmal unter Punkt 1 erfasst das Objekt und können zur nächsten Seite weitergehen. Sind einmal im Untermenü durch, kommen zum Punkt 6 und zwar zu den Angaben bei Nichtwohngrundstücken zum Sachwert. Wir haben hier nur Wohnraum, das heißt Nichtwohngrundstücke haben wir keinen, können wir dementsprechend weitergehen. So, jetzt kommt die zusätzliche Angabe zum Wohnungs- und Teileigentum. Bei neu gegründetem Wohnungs- und Teileigentum, die Neuentragung wurde bereits eingereicht beim Wohnungsamt zu. Das heißt, wenn du gerade eine Immobilie gekauft hast, die frisch aufgeteilt wird oder du selber Aufteiler bist und gerade aufteilst, dann kannst du dir das Datum eintragen, wann der Antrag beim Wohnungsamt eingereicht wurde. Wenn das zutrifft, weißt du es auch in der Regel, das muss ein Architekt machen. Du brauchst dazu einige Auflagen. Das ist immer ein gewisser Akt, das heißt, das weißt du. Wenn du das heißt, trägst du das Alter ein. Trifft dir aber nicht zu. Erbbaurecht, der letzte Punkt, glaube ich, 8 Punkte waren es, glaube ich, insgesamt. Erbbaurecht, wenn du Erbbaurecht hast, dann weißt du es in der Regel. Erbbaurecht heißt im Prinzip, das Gebäude obendrauf gehört zum Teil dir, also die Wohnung darin, aber der Boden gehört einer fremden Person. Meistens sind das Kirchen oder Bauern, die verpachten in diesem Erbbaurecht quasi das Grundstück, worauf die Immobilie steht und du erwirbst dementsprechend dann nur Anteile an dem Wohnraum, aber nicht am Boden. Wenn du das weißt oder wenn du Erbbaurecht hast, dann weißt du das. Das Finanzieren ist dabei ein bisschen anders, die Kaufpreise sind günstiger, weil du halt nur keinen Anteil am Boden hast. Allerdings musst du dafür auch eine Pacht bezahlen. In der Regel läuft so ein Pachtvertrag auf 99 Jahre und du musst dann meistens monatlich oder quartalsweise auch eine gewisse Pacht abführen. Also das weißt du, wenn du es hast. Wenn du es hast, ist dementsprechend hier anzukreuzen, dass du ein Erbbaurecht hast. Oder halt, es wurde errichtet auf fremdem Grundstück. In dem Fall musst du auch dem hier noch weitere Angaben machen. Und zwar, wer dann dementsprechend beim Erbbaurecht dazu der wirtschaftlich Berechtigte ist. In dem Fall trifft es nicht zu. Wenn du es weißt, einfach hier das Richtige ankreuzen und dementsprechend da angeben, welche Kirche, welcher Bauer das ist. Und das war's dann. Ansonsten, jetzt haben wir tatsächlich Fehler drin. Und zwar ist das auch ein klassischer Fehler, deswegen ist er auch drin. Das ist ja gut so. Schreibe ich nochmal in FAQs oder nochmal einen separaten Teil rein. Aber ich wollte euch nochmal kurz zeigen, dass hier auch Fehler geprüft werden. Und zwar genau wie beim iPhone. Hier oben hast du ein Symbol mit einer 1 dran, das heißt, hier hat er was gefunden. Der hat jetzt nämlich Folgendes festgestellt. Im Hauptvordruck sind die angegebenen Flächen oder die Anteile nicht identisch und nicht mit den Flächen aus dem Anlage GW2 identisch oder die matchen da nicht ganz. Deswegen gibt es da nämlich Schwierigkeiten mit. Das kannst du auch nochmal in Ruhe durchlesen. Was cool ist, ich schiebe auch nochmal kurz mein Bild zur Seite.
Der sagt auch sofort, wo man mögliche Konflikt oder wo mögliche Fehler halt drin sind. Hier gibt es nämlich drei Möglichkeiten. Entweder kann es im GW2 der Punkt 4 sein, im GW1.1 oder dementsprechend der Punkt 3. Wir gehen einfach mal alles dafür durch und erkläre ich dir das einfach mal anhand dieses Beispiels. Auch hier wieder total cool gemacht, rot umrandet. Man sieht also sofort, was, wo man hinspringen muss oder was halt genau anzugucken ist. In dem Fall Fläche Grundstück und der Bodenrichtwert ist richtig, das kann es also nicht sein. Dann gehen wir weiter und holen uns dementsprechend die zweite Möglichkeit. So, hierbei geht es um die Hauptfeststellung und wirtschaftliche Einheit ist bebautes Grundstück, ist auch richtig. Also passt auch alles. So, und dann gucken wir einmal hier rein und hier ist auch der Fehler. Und zwar ist es folgendes. Wir sind hier im GW1, das hast du hier gesehen. Das ist der Hauptvordruck GW1. Da geht es ums Grundstück. Erst bei GW2 geht es um die Einheit selbst. Das heißt, hier ist der Fehler drin, dass die Anteile sind, die Gesamtanteile anzugeben. Also nicht der persönliche Anteil von der Wohnung, sondern der Gesamtanteil. So, das ist nämlich ein klassischer Fehler. Hier ist auch schon der Büro. Man sieht also dementsprechend auch grüne Haken. Es ist keine Fehler vorhanden, es ist alles bestens, alles gefunden, ist damit zufrieden. Das heißt, wir können entsprechend weitergehen. Und jetzt fehlt der letzte Schritt, Formular absenden. Ich habe nochmal hier eine komplette Aufschlüsselung von allen Informationen, die ich angegeben habe und kann nochmal alles überprüfen. Ich kann nochmal alles sehen und schauen, ob ich alles richtig gemacht habe. Und wenn ich mit allem fertig bin, sage ich einfach absenden. Die Angaben werden gesendet. Das dauert einen Moment oder auch einen längeren Moment, aber funktioniert eigentlich bisher sehr zuverlässig. Ja, vielleicht nimmst du dir kurz die Zeit dafür und kommentierst mal, wie du das Video fandest. Oder vielleicht hast du Fragen dazu, auch dann gerne kommentieren. Ich bin immer auf eure Meinung gespannt. Und falls da drin auch Fragen gestellt werden, dafür ist es auch gedacht. Das heißt also ohne weiteres einfach mal gerne Fragen stellen. Falls du noch nicht gemacht hast, wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, neben der Kommentarfunktion zu nutzen, auch den Daumen hoch zu geben. Natürlich wäre es auch cool, jetzt den Kanal zu abonnieren. Das heißt also einmal auf Abonnieren klicken, dann die Glocke und dann verpasst du keine Videos mehr, die wir veröffentlichen. Das sind oft Themen, alles immobilienbezogen, Immobilienrelevanz, ab und zu auch vielleicht ein bisschen weiter weg. Ach, guck mal, da sind wir schon fertig. Hier ist die Versandbestätigung. Es gibt einen Transferbericht, Abgabezeit, alles ist dabei. Ich kann mir das Ganze mal auch ausdrucken, aber es ist auch hier mein Elsa-Portal zu sehen. Also alles ist dabei. Das ist fertig, es wurde versandt. Ich habe hier ein Formular übermittelt. Perfekt. Das heißt, das war es soweit ganz durch. Ich hoffe, das war für dich soweit verständlich und alles in Ordnung. Wenn nicht, schreib es in die Kommentare rein. Dann werden wir das dementsprechend prüfen, was wir eventuell besser machen können. Ich freue mich auf Feedback. Und ja, ich hoffe, so kannst du alle Erklärungen damit zeitnah und korrekt abgeben. Und ja, bist nicht mehr von diesem Umfang erschlagen, weil letztendlich ist es überschaubar, der ganze Aufwand. Ich hoffe, das hat dir gefallen und mich würde es freuen, wenn du, wie gesagt, den Kanal abonnierst und gerne einen Daumen hoch da lässt. Das ist gut für den Algorithmus, auch gut für uns. Vielen Dank, alles Gute, liebe Grüße.